Alex, hast du was verloren? Was? Du was verloren hast. Wieso? Du musst Nein sagen. Nein. Doch, den Krieg hast du verloren. Oh, das ist dumm. Das bringt ja immer der Holländer hier drüben. Max, hast du was verloren? Ich so, ne? Doch, den Krieg habt ihr verloren. Als Holländer kann man es bringen, ja. Aber alle zusammen zum wahrscheinlich letzten Video für dieses Jahr. Ihr seht, es schneit. Wir haben gute Klamotten an. Wir sind mal nicht im Werkstattdienst. Auf diesem Weg will ich euch allen erstmal schöne Weihnachten wünschen. Habt ein bisschen eine ruhige Zeit mit Freunden, Familie, euren Liebsten. Ich hoffe, der Weihnachtsmann war fleißig. Auf demselben Weg will ich allen danken, vor allem meinen Sponsoren, die mir das Ganze jedes Jahr wieder ermöglichen, die so super mitziehen. Im Willi hinter der Kamera, der für euch die ganzen Videos macht, meiner Frau, meinen Freunden, alle, die helfen und vor allem euch Fans, die das so fleißig teilen, liken, immer alles schauen und guten Feedback geben. Danke dafür. Hinter der Kamera ist dieses Jahr noch kräftig mit eingesprungen der Chris von Focus Media. Lasst da einfach auch mal ein Like da. Super Kerl, kommt immer vorbei, filmt mit dem Willi zusammen. Ich denke, wie ihr seht, machen wir ganz guten Content, finde ich, zumindest qualitativ hochwertig. Und ansonsten geht es dann auch direkt nach Weihnachten für uns straff in der Werkstatt weiter, das Auto vorbereiten für nächstes Jahr. Da gibt es einige Änderungen am Auto selber. Es wird ein neues Design geben. Wir werden zum Design vielleicht auch noch ein paar Klamotten bekommen, aber das werdet ihr alles mitkriegen. Es wird richtig spannend. Außerdem konnten wir jetzt schon noch ein, zwei Sponsoren für uns gewinnen. Riesensache, ich denke, da wird es auch einige Videos drüber geben, also seid da auf jeden Fall gespannt. Dann ist ein Videodreh zur Bekanntgebung von allen Sponsoren und alles geplant. Riesending, das wird richtig fett, sage ich euch. Also ich denke, dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten, ja, würde ich sagen, war es trotz, dass wir immer noch in der Pandemie leben, ein relativ erfolgreiches Jahr. Und wir waren deswegen ein paar Mal unterwegs, konnten unseren Sport trotzdem weiter ausleben. Ich denke auch ganz erfolgreich. So, ihr seht es in der Werkstatt. Wir haben definitiv uns genug Arbeit für nächstes Jahr oder für die Feiertage jetzt aufgehalst. Am Nissan ging es los. Der kriegt eine neue Front. Mit Stabi will ich einfach ausprobieren, um das Auto, ihr habt es vielleicht mitgekriegt, das relativ schnell etwas fahrbarer zu machen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, da verstärke ich gleich die Dome noch ein bisschen mit. Und ja, wird es einiges geben, wie immer ist es ausgeartet, aber ja, man will halt für sich selber neue Sachen ausprobieren und das ordentlich bauen. Und ja, da habe ich einfach alles nochmal abgeschnitten. Mercedes-Projekt von Tim, dazu später mehr. Robin, sein E36, es geht langsam voran, sage ich mal. Er hat Bodykit angebaut, noch Kleinigkeiten. Wir sind jetzt eigentlich kurz davor, dass das Auto lackiert werden kann. Ja, es halt geht immer nur so vorwärts, wie es Geld da ist. Es ist halt einfach nicht ohne ein Auto in dem Kaliber gleich aufzubauen. Aber ich denke, dass wir da nächstes Jahr auch einen ganz großen Schritt machen können. Am Tim seinem C43 ist der Motor draußen. Der kriegt einen kompletten Refresh, also der kriegt neue Lagerschalen, neue Kolbenringe, weil er zum Schluss, wie gesagt, ja schon mal ein bisschen Öl gebraucht hat. Der ist da drüber, wird komplett neu abgedichtet und noch ein paar Sachen im Motor geändert, dass er vielleicht noch etwas höher dreht, das wollte er gerne haben. Und ansonsten wird alles wieder schick gemacht, das auf jeden Fall. Und dann können wir nochmal in den schönen Schnee gehen. Ich habe mir ja schon fürs neue Jahr vorgenommen, es schneit auch gleich ganz schön. Scheiße. Mehr Auto zu fahren, vor allem Trainingsevents, um mit anderen einfach das Tandem fahren, dann in der Competition besser hinzukriegen. Da gibt es einige Veranstaltungen dafür. Mein E46, den habe ich, sage ich mal, aus seinen, ja, der war ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen von der letzten Wintersaison und vom Driftcamp, damit war ich dort schon mal. Den habe ich wieder auf Vordermann gebracht. Dazu habe ich einiges mit der GoPro gefilmt. Da ist der Chris gerade noch fleißig drüber an meinen Schnipseln aneinander rein. Ich glaube, das ist richtiger Sackern geworden, weil es relativ viele kleine Clips sind. Seid aber gespannt, da kommt ein zweiteiliges Video drüber. Und ansonsten viel Spaß bei den Outtakes.
Maske wieder rein. Ich hab nichts übrig. Ich weiß noch nicht, wie ich anfangen soll. Der Tag ist rum, das was ich eigentlich. Ja, ich fange jetzt an. Komm, ich hab einen Anfang. Okay. In die Kamera gucken, Max. Mehr an die Kamera. Haben wir genug Bremsereinigung mit? Ja. Läuft mit der Kamera und mir. Du musst doch wissen, was du dieses Jahr damit so erlebt hast und zur Kamera reden. Was war die Frage? What are you looking at? What are you looking at, boy? Robin, bist du unzufrieden? Hast du einen Versuch? Kann man aber relativ gut lesen, muss ich sagen. Ich habe mir es leichter vorgestellt. Es werden viele denken, dass ich wieder braun angestellt. Habe ich auch. Warte, wir brauchen einen Schlüssel, sonst ist das Lenkradschloss drin. Ach so, so fahren wir immer vom Enger. Hallo alle zusammen. Hallo alle zusammen. Okay, der schwarze Knopf. Süde Servo. Sag ich doch, geht gut. Muss entschuldigen, er ist kalt. Das geht auch scheiße. Lenk einfach nicht immer so weit ein, weil dann geht's noch schwerer. Okay. Aber ey. Na okay, das ist jetzt unser 12. Versuch, dann haben wir es glücklich. Verdammt! Wie der letzte Louis. Autopark, 700 Horsepower, 12. Robin? Du bist heute eher nichts für die Kamera. Handpirat. Von dir sieht's echt schwer aus. Nee, ohne Hallo, ich hab dort eine Begrüßung, haben wir doch gefilmt. Aus zwei Richtungen. Das sind wieder 14 Sekunden. Völlig Nonsens. Ich hab gedacht, ich muss ein geiles Video über Dünotag machen, ne? Aber es ist halt auch viel rumstehen und warten und gucken und. Hahaha, nur wenn du da bist. Auf jeden Fall müssen wir in die Sonne gucken, dass wir die ganze Zeit aussehen wie Chinesen. Das wird ein tolles Video. Also noch geht der Motor. So läuft das Abstimmen mit einem Mercedes. So, wir müssen natürlich als erstes diese Büchsen hier wieder reinbekommen. Da gibt es wohl ein Spezialwerkzeug dafür. Das haben wir natürlich nicht. Die Büchsen sind drin. Ich bin absolut nicht zufrieden. Es ging richtig scheiße. Was ist der Handschuh? So, ein kleines Update. Ich habe ein zweites Paar Strümpfe angezogen, weil ich kalte Füße habe. Übelst krass mit Totenkopf, Alter. O'Neill. Du bist ein echter Gangster. Na, O'Neill. Krank, hä? Ich hab halt noch was bezahlt. Ja, aber Typ Junge. Wir sind heute hier mit einem alten Waschweiber-Auto auf dem Prüfstand. Mit einem Schaf im Schafspelz. Ostdeutschen Slang ablesen, ne? Sonst ist das normale Bup-Bup-Bup bisschen. Achso. Also sind wir jetzt fertig, oder? Ja, ist Gott schlecht. Hier ein Wagenheber kleiner. Ah, na gut, wenn wir den unterwegs mal brauchen, ist doof, ne? Ja. Brauchen wir den unterwegs? Nur wenn wir Platten haben.
ich habe das Rad mit den zwei Schrauben drin getauscht. Dann laden wir halt ganz gut. Bist du da? Gut durchgewischt, Max. Kann nicht gehen, Leute. Es kann nicht gehen. Kann man ja auch nicht. Das sind ja auch nur ganz dünne Fensterscheiben und da unten kann man zum Tor rausgucken und. Also, wir können ja froh sein, dass überhaupt Fenster drin sind. Ja, so lange ist ja auch nicht kalt im Jahr. Gut. Pass aufs Knie auf. Was hast du denn für ein schickes Jackett an, ne? Das wollte ich verhindern, ja, das ist cool. Wirklich? Wirklich? Ich noch keine Videos mit dir machen, das vergesst schon mal wieder. Ja, wirklich Knorke. Also keine Videos mit mir. Ja, es kommt dann in der Outtakes am Jahresende. Ja. Oh Gott, filmst du schon wieder, Willi? Ja. Oh. Wir stehen jetzt hier mit Stift und Papier. Okay, danke.